is about love, but love is not always roses and pink. And also when you fall in love, there are, if it's really serious, if it's really life-changing, you really move between euphoria and total craziness of hell. And it, both of those ends are together. In the second part of the opera, I really took a huge risk and I went with that hell until its full depth. And this means that I come to a place where the text is when the two lovers begin to feel that they actually don't trust each other, and that mistrust leads them to feel that they really cannot be together for that time. And what the text is saying then is something like, you look different, your eyes recedes from me, and then I do not trust you. Each of them is saying that. It's not one saying that. Both of them each say it in their own way. And then they get to, you hurt me, you hurt me. You hurt me, and then I am alone, because when you are in such a turmoil of falling in love, it's either you will be alone or you will be connected, or you will be alone or connected. There is no middle ground, or it's just a very strange, fatalistic. So I am alone, and then I failed. And even worse, I am nothing. So it goes from one crazy bad situation to the next, and I am nothing is like the ultimate place where you can get, where nothing is there. But I can't turn away. You! You're with me! And after I've written that in music, I realized that when I thought that the piece will be 75 minutes, I was wrong, because I would need much more time to get out of it. Because when you reach this kind of depths of depression, you can't suddenly come up and say, oh no, now we are together, euphoria, fantastic. There need to be a transition which I had no idea how I will make. Because if you are thinking psychologically of the place where you say, I failed, I am alone, I am nothing, there is nothing you can do in order to come out of it. It's not a willed thing that can get you out. It's not like you are saying, okay, now I will be out of this situation. You can't do anything. And so I was looking for a way to go out, to get out, which has nothing to do with will.
sorry. Don't trust you. I don't trust you. Ich persönlich sehe das ein bisschen als eine Nummernoper. Wir haben also ganz verschiedene Stationen zum Thema Beziehung und zum Thema Liebe als Ganzes. Und es gibt eben einfach verschiedene Manifestationen von seelischen Zuständen, die die Musik ausdrückt oder wiedergibt. And it was around that time when, you know, I always look around in my house, which is very beautiful and surrounds by trees. And the windows are always, we have a lot of green stuff growing on the house. We are not very good neighbors. It's very wild, our house. But it gives very beautiful light, green light. And when I open the window, I can see every day different things. And one morning I opened the window and I saw the rest of a spider web, just one thread. And it was so fascinating what I saw that I immediately took my iPhone and I took the small video of it. And what I liked about it was how the light dances on the invisible strand from the spider web, and the spider web string moves in the wind, and there is light. So there is movement of the wind, there is the light movement, because also there are maybe branches that mask the light sometimes, or they open to the light. And the string itself is moving because of the wind, of course. So sometimes we see the light point, or sometimes we don't see it. And it really gave me the idea of how to get out of the depression of my character. Because I couldn't bring anything that they wanted, or that is will. It has to be something that was discovered. Something which is always there, but you never notice it. And once you notice it, it can guide you because you start listening to it. And it is new in your field of seeing. And that means that your field of seeing is growing with your listening. And then you get a perspective. And that is how you can actually get out of a very deep and stuck place. And that is what I'm doing musically. So in that sense, that image was for me the answer of how to come out.
And I tried then to create it by taking the electric guitar and asking from the guitarist, Yaron Deutsch from Nickel, to go to the highest register where you don't have frets. And he's doing on the string something like the light is doing, and I can show it to you. You can see that I have here the time going. These are the quarters. And this is very, very high. And he has all these shapes of when something comes and when is it present or not. And it's totally unpredictable. And these are only this. I'm not doing it so well. It's much better when it's written. And this is what happens here. At the same time, there is a recording of a guitar doing exactly the same time, or a few recordings, and they are going like, and we will treat them to sound like hints of that, what he is doing, so that we have the hints and we have the real light, both going together. And yesterday night, actually, Carlo recorded those hints. He really played it on the guitar, and we will now take them and make those signals into something which is even more fragile and unpredictable than the guitar sounds. And these traits, these lines are represented here like that. Very small traits, which are very expressive, like the voice of of a baby, there is a sort of a gestural approach, and then they become more and more dense, and this kind of thing. I just recorded single elements, and I will then put them together on the sequencer, so that, and we will work on the sound so that it will be less concrete and more ethereal. Still. Still. My ears. I hear you. Oh,
dritte Oper mit der Raya Czernowin. Und es hat sich da auch so ein bisschen ein System entwickelt, dass ich weiß, sie denkt eigentlich, das ist alles nur ein schwarzer Raum und da flirrt. Und, also sie beschreibt was völlig Abstraktes. Und das ist einen Innen, das kann man nicht genauer beschreiben. Und also sie würde sich in sehr, also sie hat viel schönere Beschreibungen als ich jetzt, aber in sehr abstrakten Begriffen. Dann sage ich mir als Theatermann, das würde, wenn ich das so umsetze, mir zu sehr in der kompletten Performance oder zu sehr in La Polar oder in Nirvana landen. Deswegen, das kennt die Reihe auch schon, bin ich erstmal jemand, der dann radikal gegensteuert und dann erstmal ihre Sachen konkretisiert. Das kann man auch vielleicht sogar banalisiert nennen. Und dann ist wiederum der nächste Schritt, dass ich das dann wieder kaputt mache. Insofern baue ich das schon dann ein bisschen, wie ich einen Ibsen bauen würde. Und zwar hier auch auf eine Art, dass ich auch visuell so arbeite, dass ich sagen würde, auch ein Zuschauer, der keinen einzigen Text da mitliest oder hören würde, würde allein durch die Anordnung der Figuren die Geschichte, wie wenn ich so einen Comic blättere, verstehen können. Auseinander, zusammen, wieder auseinander, Kontakt suchend, also ganz simple Figurationen. Und dann ist es eigentlich im nächsten Schritt, genauso wie das Bühnenbild ja teilweise sehr konkret ist, dann mit anderen Elementen, Licht, Video, sozusagen das Konkrete wieder zu zerstören und mit anderen Informationen eine andere Schicht drüber zu legen. Und dann ist es auch wieder die Arbeit, wie viel, es ist immer ein Balanceakt. Die reine Abstraktion funktioniert nicht und die totale Konkretion funktioniert nicht. Und es geht permanent um diese beiden Begriffe, Realismus, Surrealismus, wie immer man dieses Gegensatzpaar nennen will, die in eine sozusagen irisierende Mischform zu bringen. Pick up! Are you home?
Das changiert eben zwischen einer sehr starken Ödnis, auch einer großen Leere, auch der Ausdruck, wie man Gefühl und Zeit verliert, drückt sich manchmal auch in dieser geräuschhaften Palette der Musik aus. Andererseits gibt es dann aber wieder auch das Neuentstehen von Klang und das Neuentstehen von Harmonik. Sodass die Dinge, die verloren geglaubt wurden, als neu zusammengesetzte wieder erscheinen. Das ganze Stück besteht ja im Endeffekt aus Fragmenten von Bewusstseinsgrenzen. Und davon ist das dann ein Bestandteil von vielen. Durch diese intimen Klänge, durch diese
ja, menschennahen Klänge, also die sehr, sehr nahe gehen, ja, sei das jetzt streichig auf irgendwas, raschlich im Laub, also Dinge, wo man wirklich sehr nahe herangehen muss, um die zu hören, überhaupt zu erfahren, die tatsächlich wirklich im intimen Bereich eines Menschen stattfinden, also im nahen Bereich, die bestimmen natürlich inhaltlich auch einfach oder unterstützen im Prinzip diese Darstellung der Gefühle, ja, die Komponistin einfach den Protagonisten quasi dann auch zuspricht. Also da gibt es ja, beziehungsweise vielleicht auch dem Hörer, der in irgendeinen Zustand oder in irgendwas, an irgendwas erinnert wird, vielleicht nicht augenscheinlich, weil die Klänge sind natürlich jetzt nicht so, aha, da ist jetzt Laubrascheln aus dem Wald, sondern das ist ja schon dann ein bisschen eingearbeitet und auch mit dem Orchester kombiniert und dann sind die auch teilweise verdeckt, diese Klänge. Aber das ist bestimmt eine wichtige Ebene. Die zweite Ebene ist natürlich durch Mikrofonierung der Musiker, kommt man viel näher an die Klangquelle als solche ran. Das heißt, es ist mal ein Perspektivwechsel, der da erzeugt werden kann. Also man ist eben nicht vom Orchester, je nachdem, weit weg als Hörer, sondern man ist schon näher dran, man ist auch näher dran an den Solisten durch die Verstärkung, also durch die mikroskopische Verstärkung, die eben hoffentlich dann musikalisch gut funktioniert. Wie kamt ihr auf die Stare? Vögel, das fand ich. Auf naja, ums Loslassen würde ich mal sagen. Also, es ist eine innere Befreiung, die zum Ende hingeht, wie es auch in der Inszenierung ist. Ich würde das Ende nicht vorgreifen, aber in der Ende sind ja alle irgendwie doch wieder gelöst. Die ganze Oper an sich hat ja doch irgendwie eine emotionale Schwere und es entwickelt sich ein Zusammenspiel zwischen Mann und Frau und es entstehen Emotionen und sie sind durch Vorgeschichten beeinflusst und können so, also so wird quasi die Liebe zueinander unterbrochen durch die Vorgeschichten, die jeder Einzelne vielleicht erlebt hat. Und zum Schluss kommt es dann zu dieser Erlösung und für mich sind diese Vögel, also Erlösung in dem Sinn, dass sie dann alle in einer zerstörten Wohnung sitzen, aber doch lächelnd den Abend verlassen oder uns als Publikum verlassen. Ja. Die Vögel stehen für eine Art. Warte. Die Vögel sind schon Sinnbild für eine Befreiung, für ein Loslassen, für ein Lockerwerden. Es sind sehr viele, sehr dichte Momente in dieser Oper, musikalisch, aber auch szenisch verbaut. Und diese Vögel bringen dann eine Auflösung und eine gewisse Leichtigkeit.
ich denke, dass sie, was du gesagt hast, dass es ein Gehenlassen ist, dass es ein sowohl eine innere Aufruhr, aber auch in diesen Formationsflügen eine Art von Harmonie gibt, die bedeutet, dass man nicht nur loslässt, sondern auch gleich schwingt. Und es ist ein schöner Ausdruck für Energie. This is a picture I took in Oregon when we went for our yearly vacation. And in Oregon you have this huge, we sleep in a place which is on the beach. And in Oregon you have this huge rocks. It's called Face Rock where we are. And many mornings it's totally foggy. I love this picture because it looks endless. It looks like a very dystopian landscape. And you see two people very far away, like they are the last survivors of some dangerous, of some fatalistic disaster. At the same time, there is such a powerful beauty to that kind of breadth of perspective. Like when you look, when you think about a dystopian situation, you immediately think about the whole history of humankind inside it. Did you translate it somehow, or did it enter into a musical structure? Yeah, well, I was far away and I could look at this huge place. And when you look at this photograph, actually the photograph, you have the fog and you have the people, but then you have the rocks from very far away. So there are layers, like schleiers, like screens of airs. There is this air and another air and behind it another air, and every air has its own object. And in the end of Heart Chamber, there is a very, very long place where layer plays a huge role. So we have nickel, and nickel is like the sun on the fog in this picture. It's something but could be much stronger, blinding. It's a light that is blinding. It's a blinding light. And it's a very, very slow melody played unisono by all these very strong instruments. So tremolo guitar, tremolo mokusho, which is a very intense Japanese percussion, tremolo trill, but a timbral trill, so the same pitch by the saxophone, tremolo by the piano, all of them unisono, so we have a very powerful sound, all in tremolo, but the melody is over 10 minutes, only 4 pitches going back and forth until they go up. And that's the blind light, and behind it we have the singer singing something which is like a madrigal. And that is behind the big light, and they should not be above it. These are two of the layers that happen in the end that really come from the spark lit by this vision of the fog in the morning. It's without rehearsals, Chaya. I don't know how my intonation will be. I did not rehearse to say I love you. Okay. I love you. Do you want me to record several versions of, just to improvise I love you several times? You know, I'm just thinking, what? Yeah, I wonder why, let me just think what I was writing here. Yeah, so here, I will demonstrate what I was thinking, was something like, I
love you so that you are actually discovering it as you are saying it. Ah, yeah. Okay. Yes. I love you. Okay, for now, I mean... It's just beautiful. For an internal recording. For now, it's beautiful. It's not the Shakespeare... I really got astonished. I think that Carlo wants to sing this part. No, I don't want. I love you.